Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute zu dritt. Auch, man hört sie jetzt nicht, aber ihr kennt sie mittlerweile. Also ihr solltet sie mittlerweile schon kennen. Sie war bei mehreren Videos dabei, zum Beispiel bei der Jumpy Challenge oder als wir uns eben hier Melody Voice gekauft haben. Und wir werden jetzt wieder einen Pferdekauf machen. Und zwar werden wir uns einen Isländer kaufen. Dafür stehen wir auch schon hier, genau. Und wir sind jetzt hier, ist auch die dritte Person. Grace, mein Bestie. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir uns alle den gleichen kaufen werden. Aber gut, ich chatte mal kurz mit den Freunden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich würde sagen, wir legen mal los. Und wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Ich habe so lange darauf hingearbeitet, endlich nach einem Hilfe zu kommen. Aber gut, ja, hier ist unser schöner Easy. Oh, das freut mich so. Oh, ich liebe die Isländer. Die sind so knuffig. Okay, erstmal schauen wir uns Mina an, weil vielleicht haben die irgendeine Kraft besondere. Das sieht auch cute aus. Mit dem Schopf und so, aber die würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Nein. Nein. Wie es aussieht, aber nein. Ich glaube, wir bleiben tatsächlich bei der Standardmine, weil die ist einfach so cool. So, also ich weiß tatsächlich schon den Namen. Den werden wir jetzt einmal eingeben. Also ich denke schon Summer genau. Und das andere müsste es auch geben. Summer Breeze. Also Sommerbrise. Genau, ich würde sagen, es ist tatsächlich ein Erwachsener und ein Hengst. Oh, Pferd kaufen, das ist so toll. Oh Gott, ist das schön. Gut, ich sage, wir drücken jetzt mal auf Pferd kaufen. Bist du dir sicher, dass du dieses Pferd kaufen möchtest? Ja! Okay, 3, 2, 1. Ah, mein Gott! Oh, ist das so? Oh mein Gott, ist der cute. Ist der cute. Ich schicke ihn mal in den Stall. Gut, ich würde sagen, wir haben hiermit unsere ersten 10 Pferde gekauft. Oh mein Gott, ist das toll, Leute. Das ist so ein krasses Gefühl, einen Isländer zu besitzen. Gut, ich würde sagen, wir lassen es einmal abholen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, ist das schön. Und jetzt steht er hier. Oh, ist hier süß. Oh mein Gott. Okay, wir holen erstmal Trense und Sattel runter, weil ich würde sagen, ein Isländer ist kein Dressurpferd, das heißt, wir brauchen auch kein Dressursattel. Oh mein Gott, ist dieses Ding süß. Oh mein Gott, seht ihr dieses hier? Das ist ja sowas von schön. Oh mein Gott. Ist das süß. Ich glaube, ich hole die anderen mal in meinen Stall. Und ja, wenn sie hier sind, suchen wir so meinen Outfit raus. Und dann, yeah. Oh mein Gott, ist der Steig. Oh mein Gott. Okay, das ist witzig. Wir haben einfach alle drei denselben. Und ich bin die Einzige mit noch keinem Outfit. Aber ja, egal. So, wir verschwinden mal kurz in den Global Shop. Es wäre vielleicht schlau gewesen, schon mal den Sattel drauf zu packen. Nein, man kann das nicht. Das ist ja traurig. Das ist sehr traurig. Gut, Global Shop. So, da gehen wir einmal auf Grün. Und da gibt es eine wunderschöne Satteldecke, die ich gerne zu einer Summer Breeze, zu einem Summer Breeze, nämlich hier. Das wird so teuer, Leute. Das wird so teuer. Aber es wird so Spaß machen. Dekoration. Also entweder die hier, weil ich weiß jetzt nicht, welche dazu passen und ich brauche machen zu diesem Pferd. Doch, die passen eigentlich schon ganz schön. Wie sagt man das? Egal. So, ich lasse das jetzt dabei. Und dann müssen wir noch Kleidung. Weil Tops, auch in Grün, da gibt es so einen gestreiften Pulli. Den werde ich gerne dazu anziehen. Wo ist der? Ist der ganz unten? Ja, den hier meine ich.
Den kann ich mir sogar von Stark reinziehen. Oh, das wäre ja perfekt. Dann gebe ich voll wenig Geld aus. Das war's. Ja, das müsste es gewesen sein. Ich würde sagen, dann holen wir uns einmal den hier. Für Star Coins. Jetzt haben wir 85. Okay. Okay. Jetzt Vorschau anzeigen. Holen wir uns einmal den hier. Die hier. Und ja, okay, wir haben noch genug dafür. So. Herzlichen Glückwunsch. Yay. So. So. Und so. Und setzen wir vielleicht eine Brille auf? Na, wir setzen keine Brille. Das sieht voll gut aus. Heute sind wir eine Easy Game. Oh, ist das schön. Oh, ist das toll. Oh, ich bin hier gerade am Heulen, Leute, ne? Also nicht echt, ne? Aber halt so. Oh, ist das schön. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin. Das ist so cool. Das ist so schön. Oh mein Gott. Okay, bevor ich euch hier noch weiter zuquietsche, mache ich lieber einen Cut und wir sehen uns bei den Gangarten wieder. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber wir werden uns jetzt... Also ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass wir uns den Ewig geguckt haben. Wahrscheinlich schon wieder so eine halbe Stunde oder noch länger her. Ich habe einfach vergessen, dass man sich ja noch Gangarten anschauen muss, wenn man sich ein Pferd kauft. Aber gut. Ich habe jetzt 100 wunderschöne Bilder von diesem süßen Ding hier. With my friends. Mit meinen Freunden. Genau, jetzt sehen wir uns halt einmal die Gangarten anschauen. Ich finde es zwar schade, dass man kein englisches Reitwerk darauf machen kann. Aber gut, also das ist der Stand. Ich finde das mega süß, weil der leckt hier auch manchmal so und geht in Hüsten und so. Das finde ich sehr, sehr gut. So der Schritt. Finde ich sehr schön. Ich finde das irgendwie nicht ganz so unnatürlich. Also ich finde das schon okay, das mit diesem da kommt mir jemand hinterher. Ich finde das okay mit dem Kopf wackeln. Ich finde es nur ein bisschen, dass hier das so, ich finde es ein bisschen doof, dass das hier so gespalten ist. Aber sonst finde ich das eigentlich ganz okay. Wir machen jetzt einen Ausritt. So, dann finde ich das sehr schön. Es wackelt nur ein bisschen doll nach oben und nach unten. Ziemlich nicht ganz so schön, aber ansonsten gefällt mir das wirklich sehr schön. Dann, das finde ich gut. Da finde ich es nur wieder doof, dass der Schopf so gespalten ist. Aber ja. Dann der Galopp, also das war eben Kabel, nicht sehr gut. Das finde ich ähnelt schon sehr dem Tilt und das finde ich nicht ganz so schön tatsächlich. Aber ja, weiter geht's. Jetzt kommt der schnelle Galopp. Das finde ich sieht schon mehr wie Galopp aus und das gefällt mir auch gut. Ich sehe halt so gerade gar nicht, wo ich hinreite. Huch, wie. Oh. Wir reiten einfach mal da runter. So. Genau, dann können wir uns auch noch einmal den Sprung und den Stopp oder Steigen so anschauen. So. Also, das ist das Steigen. Ich finde das mega süß, weil das ist so kurz und schön und einfach nur toll. Und ja, was gab's noch? Dann gab's natürlich noch Springen. Husch, das finde ich mega süß. Das ist so kurz und schön und wunderbar. Also ich finde das gut. Dann gab's noch den Stop, den Sliding Stop. Wie macht man das jetzt? So. Hupi. So. Oh, das ist süß. Das ist süß, dass das so mit dem Kopf nach vorne geht. Oh nein, ich gehe immer in die Linie. Da kommt schon wieder einer. Ich finde das gerade richtig gruselig. So, und ich finde das sehr schön. Also ich finde das auch sehr natürlich. Also, und dann gibt es noch die besondere Gangart. Das Tilt. Ups, jetzt bin ich. So, das ist das Tilten und das ist sehr schön, finde ich. Das ist wirklich toll. Das ist einfach nur. Das ist. Da habe ich gar keine Worte für. Das ist einfach nur toll.
Das ist einfach nur toll. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wunderbar. Also das ist wirklich richtig, richtig schön. Gut, also ich gebe dieser Rasse eine 10 von 10. Einfach, sie gehören schon mit zu meinen Lieblingsrassen, ja. Ist einfach nur. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann euch sogar noch ein paar Bilder von meinen Freunden und mir, der Easy Gang, einblenden, weil wir uns einfach alle dasselbe gekauft haben. Und ich finde, das ist schon sehr cool. Und ja, jetzt sind wir die Easy Gang, lila, grün und blau. Gut, ja, ich würde sogar sagen, das war's mit dieser Folge. Ich zeige euch jetzt halt nochmal so Bildchen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!